Für Sven Schäfer und Clara Stern geht es nun um das Leben eines kleinen Jungen. Irgendwie goldig hier die Straße. Ja, schön ruhig. Hm? Bisher ist es auch schön ruhig. Ey, was ist denn hier los? Oh. Ach du Scheiße. Mach mal Blaulicht an, dann kommt hier keiner. Ich befand mich heute mit meinem Kollegen auf Streifenfahrt und weil noch los war, haben wir gedacht, ach, können wir mal die schönen, ruhigen Nebenstraßen so ein bisschen bestreifen, mal gucken, nach links und rechts. Und als wir hier in diese Straße eingebogen sind, dachte ich, was ist denn hier passiert? Ja? Das ist hier der Obststand auf der Fahrbahn. Also die ganze Straße war voller hier solcher Kürbisse und zwei Fahrräder auf dem Boden und eine verletzte Frau. Ja. Guten Tag, Polizei. Ich bin überall gestolpert. Hallo. Polizei, was ist hier passiert? Ja, schauen Sie mal. Sind die hier? Ja. Schauen Sie mal. Ich hole Ihnen ja erstmal einen Rettungswagen, der sich mal die Wunde anguckt. Und dann gucken wir mal, was hier vorgefallen ist. Jetzt gibt sie uns die Schuld. Und sehen noch nicht mal ein, dass sie schuld sind. Na, das klären wir jetzt erstmal. Berolina von City 204. Was ist denn mit deiner Nase passiert? Ja, ich bin hingefallen, wie gesagt. Und warum bist du hingefallen? Ja, weil sie zu blöd ist zu laufen. Ach so. Ja. Na, die Dame war sehr aufgebracht, sehr emotional. Klar, durch die Verletzung ist es nachvollziehbar. Sie hatte mir erzählt, dass sie über die Straße gehen wollte. Die Jugendlichen recht rücksichtslos gefahren sind, wohl selber miteinander kollidiert sind. Und sie ist auf einem Kürbis ausgerutscht und hat sich dann halt diese Verletzung zugezogen. Die beiden Jungs sagen hingegen aus, dass die Seniorin, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gestolpert sei. Sie hätten der Dame ausweichen müssen und deshalb seien die Kürbisse von den Anhängern gerollt, die die ältere Dame ins Stolpern brachten. Alles klar, Clem, Moment mal. Haben Sie mal einen Ausweis? Dann würde ich mir mal kurz Ihre Personalien nutzen. Hast du mal eine Funke? Ich will mal gucken, ob ich hier die Eltern irgendwie, die wohnen hier in der Nähe, wa? Berolina von City 204. Ja, hallo. Auch alles vergessen. Die Dame ist halt auf dem Kürbis ausgerutscht, gestolpert, hat sich ja dann, wie gesagt, das Knie verletzt, das ist ein bisschen offen, so großer Cut. Ich schreibe Ihnen jetzt mal Ihr Personalien auf, könnt ihr schon mal mitnehmen. Schauen uns das mal im Auto an. Ja, die beiden Jungs waren ja alleine, also ohne Begleitung ihrer Eltern. Und der eine Junge hatte auch eine blutende Wunde an der Nase, vermutlich durch einen Sturz. An der Hand hatte er auch eine Schürfwunde. Und wenn der RTW ist, lasse ich natürlich den auch mal auf den Jungen gucken. Und wenn da eine Behandlung vonnöten ist, ist sicherlich auch die Einwilligung der Eltern vonnöten. Und deshalb habe ich Berolina mal gebeten, wenn die in der Nähe wohnen und erreichbar sind, die mögen sich doch mal bitte hier zum Ort begeben. Was haben denn deine erzählt? Die sind hier ganz normal gefahren und die Frau ist ihnen ins Fahrrad gelaufen und deshalb sind sie gestürzt. Ja, also die Frau erzählt, sie wollte hier rübergehen. Die sind wohl zum Stürzen gekommen mit den Fahrrädern. Die kommen in Kürbis, haben sie auf der Straße verteilt, sie ist auf den Kürbis gerannt und dann ist er ausgerutscht. Hallo, Tarschen, Sie sind die Eltern? Ja, von Henrik. Unser Sohn. Henrik, wo will er denn jetzt hin? Henrik. Was ist denn nur los? Henrik, wo willst du denn hin? Bleib doch mal hier. Also als ich mitgekriegt habe, die Eltern sind hier zum Ort und meinten nur Henrik, da konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie der Junge, der Henrik, auf sein Fahrrad gestiegen ist und Fahrradgeld gegeben hat, ja, und schwupp weg war er. Und sein Kumpel, der hat er denn so rumgedruckst, wüsste wohl, warum der jetzt Reis ausnimmt. Warum ist denn jetzt dein Kumpel abgehauen? Das ist doch ein Kumpel, oder? Mann, ja, er ist zu seinem Bruder gefahren. Warum ist er zu seinem Bruder? Weil irgendwas passiert ist. Er hat angerufen, dass es ihm nicht gut geht. Sein Bruder? Genau. Die Beamten informieren die Eltern des geflüchteten Jungen, dass ihr jüngerer Sohn scheinbar in Gefahr schwebt. Die können sich den mutmaßlichen Notfall nicht erklären. Allerdings waren sie gerade einkaufen und wissen nicht, was sich zu Hause abspielen könnte. Gut, passen Sie auf, wir nehmen ihn mal mit, fahren schon mal vor, weil ich glaube, mit unserem Wagen sind wir ein bisschen schneller. Sie müssten ja die Fahrräder noch anschneiden und kommen dann ein paar hinterher, dann treffen wir uns bei dem Bruder zu Hause. Na, die Eltern waren natürlich völlig aufgeregt, weil sie wissen nicht, was ist jetzt zu Hause los, wollten schnellstmöglich weg, haben da auch, ich sag mal, so einen kleinen Tunnelblick gehabt, sind hier wirklich vom Ort weggerannt. Den Kleinen können wir hier nicht alleine zurücklassen, den müssen wir jetzt erstmal mitnehmen, weil wir haben die Fürsorgepflicht für ihn so lange, bis wir die richtigen Eltern erreicht haben. Dementsprechend nehmen wir den erstmal mit und gucken mal, was denn wirklich in dieser Wohnung jetzt los ist. Wir haben die Dame mal kurz untersucht, also Abschürfung am Knie, wir haben das ein bisschen abgedeckt. Und Sie wollen alleine nach Hause gehen? Oh, komm mal, würdet ihr uns mal hinterherfahren, weil kann sein, dass wir einen Folgeeinsatz haben, da geht so ein Junge nicht so gut.
wissen aber noch nicht, warum. Okay. Ja, wir sind durch. Ja. Wir machen alle zu. Das wird sich finden. Wir haben jetzt erstmal aufgenommen. Sie werden angeschrieben. Du gehst mal hinten rechts in die Ecke. Wir müssen jetzt mal schnell weiter, genau, weil es haben einen anderen Jungen wahrscheinlich nicht hinten so gut der andere geht. Deswegen Sport. Müssen wir jetzt hier mal kurz schnell abbrechen. Richtig? Sie werden angeschrieben. Und dann klären Sie das, wer genau. Das jetzt übernimmt. Das wird dann alles nochmal geklärt. Genau, so. Das klären wir dann alles. Die passen ja nicht mehr auf heute. Ja, manchmal müssen wir das nochmal... Müssen wir erst mal sehen. Erstmal alles gut, aber wir haben jetzt einen dringenden anderen Einsatz. Ja? Wir kommen dann nochmal auf Sie zurück. Ja, und ihr folgt uns einfach. Ja? Ja. Vielen Dank dann. Auf dem Weg zur Wohnung der Familie will der Freund des geflohenen Jugendlichen weiterhin nicht rausrücken, was dem kleinen Bruder genau zugestoßen sein soll. Sven Schäfer und Clara Stern können nur mutmaßen. Ja. Ach, da ist ja sein Fahrrad. Ist auch schon da. Ja, die Eltern kommen auch gerade an, hier. Na, mal gucken. Als wir dem Einsatzort eingetroffen sind, haben wir das Fahrrad von dem Jungen schon entdeckt. Das ist natürlich für uns erstmal sehr gut zu wissen, dass er jetzt auch hier ist. Die Eltern kamen zeitgleich mit uns an, sodass wir uns erstmal keine Sorgen machen mussten, wie wir in die Wohnung gelangen. Mal gucken, was uns da wirklich erwartet. Wo ist er? Hier sind sie. Hi. Henrik. Was ist los? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Gestern guck mal hier noch nicht um. Um halt Gartenspielzeuge rauszuholen. Rettungswagen haben wir mitgenommen, die kommen gleich. Hier, bitte. Da auf dem Boden liegt der Kleine. Ist hier schon was? Nee, aber es riecht so ein bisschen nach Alkohol, würde ich mal sagen, oder? Magst du dich hier mal in eine Küche setzen und warten? Wir sind die Eltern. Ich weiß nicht. Was passiert? Er hat schwarzgebrannt getrunken. Wir wollten es auch mal probieren. Was hat der? Rudi hat dann schwarzgebrannt. Wir haben überhaupt keinen Alkohol getrunken. Wir waren im Keller gestern und Rudi hat sowas schwarzgebrannt. Wir wollten es auch mal probieren. Riecht tatsächlich ein bisschen, ja. Welcher Rudi? Rudi ist unser Nachbar. Was wir in der Situation erstmal so aufgreifen konnten, war halt, dass der ältere Bruder im Keller ein Alkoholversteck gefunden hat. So wie es aussieht, wollte halt der große Bruder schnell die Kürbisse holen, hat seinen kleinen Bruder zu Hause alleine gelassen, in der Hoffnung, dass er nicht halt diesen Alkohol findet oder selber da rangeht. Und deswegen hat er sich natürlich flugs auf den Weg nach Hause gemacht, weil er genau wusste, was da vielleicht vorgefallen sein könnte. Da hat sich halt große Sorgen um seinen kleinen Bruder gemacht. Die Sanitäter wollen den kleinen Patienten schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen. Seinen großen Bruder plagen enorme Schuldgefühle, weil er nicht verhindern konnte, dass der Achtjährige den selbstgebrannten Schnaps des Nachbarn probiert. Die Polizisten wollen den Eigentümer der Schwarzbrennanlage zur Rede stellen. Wir haben das selbst gemacht und. Wir sind noch nicht untertrampelt hier. Rudi? Taschen! Ach, Taschen! Schaffen Sie das noch oder soll ich Ihnen helfen? Schaffen Sie das noch oder soll ich Ihnen helfen? Nicht, dass Sie hier runterpurzeln. Wohnen Sie hier oder? Sind Sie Rudi? Ich bin Rudi, ja. Hallo Rudi, Taschen. Ja, sagen Sie mal. Was ist los hier, Frau? Mein Name ist Stern von der Polizei. Stern. Kommen Sie mal ein Stück hoch hier erstmal. Nee, komm, lass ihn mal hier auf der Treppe sitzen. Kann ich sehen, Mann. Ja. Setzen Sie sich mal hier hin, ja, bevor Sie ihn da wegkippen. Rudi. Vorsicht. Oh. Hast du meinen jungen Alkohol gegeben? Herr Rudi. Was ist los? Also der Junge, wir müssen mit ihm ins Krankenhaus. Ja? Der ist, ja. Also, gut, dann kümmert euch erstmal um den Jungen. Der ist ja noch geh- und rollfähig. Genau. Der scheint das öfters zu machen. Oh, Bernd, über ist die Schulter. Ja, mein Sohn muss da überwacht hinten. Werden. Der hat Alkohol getrunken. Ja, klar. Ja, mein Kollege Sven hat denn unten Rumpeln gehört, also dass jemand so schwerfällig wahrscheinlich die Treppe hochkam. Und da sind wir mal gucken gegangen und siehe da, auf dem Treppenabsatz kam uns ja der Nachbar Rudi entgegen. Glatt wie Glenn, voll wie 1000 Mann, den mussten wir dann erstmal ein bisschen stützen und haben ihn dann zu seiner Sicherheit erstmal da auf so ein Treppenpodest abgesetzt. Wir brauchen dich mal. Gerne ein, Bernd. Ja, das ist aber, gibt doch Jungen kein Alkohol, Mann, hör doch mal auf. Ja, würde ich ja auch nicht zum Kontrollen, aber warum hat der Alkohol, wie kommt der da dran? Ja, ich komme gerade aus dem Keller. Ja, es steht der Keller offen. Können die Kinder da? Ja, soll ich mitkommen? Nee, bleiben Sie mal hier sitzen. Bleiben Sie mal das ist der oh, aus dem Mann. Keller hier, was Onkel geholt hat. Er hat es gemacht. Er hätte aber euch nicht gegeben, oder was? Nein, wir haben es selbst gemacht. Wir haben es selbst gemacht. Lass mal deinen Bruder erstmal durch. Also nach erster Augenscheinnahme von den Rettungskräften haben die gleich gesagt, der Lütte muss ins Krankenhaus. Der muss entgiftet werden, wie man denn so schön sagt. Und die Mutter hat gesagt, sie will da mitfahren. Natürlich ist sie gutes Recht, soll sie auch machen. Und zusammen mit Vater und dem anderen großen Jungen sind wir dann erstmal im Keller. Die konnten uns in den Keller von Rudi zeigen. Und da habe ich eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Aua! Das ist Rudis Keller. Ja. Aua. Wie viel hat er denn getrunken? Wissen wir nicht. Rudis Zaubertrank. Ja, das ist... Ey, was lecker.
Ist ja die Hölle. Ich, was ist das denn? Das ist eine Destillieranlage. Hier brennt jemand selber. Ja, Wahnsinn. Hätte ich ja nie erwartet, dass wir hier sowas hier im Keller haben, dass mir sowas nicht aufgefallen ist. Brennt er das aus Kürbis? Ich weiß es nicht. Ja, weil wir haben Kürbisse haben für Halloween geholt. Ach so, das hat jetzt nichts hier mit dem... Nein, das hat nichts damit zu tun. Oh, Sven, ich mal... Boah, so. Eine Fresse. Oh ja, macht schön blind. Der liebe Rudi scheint halt des Öfteren mal ins Glas zu schauen, um damit er ein bisschen Kosten spart. Scheint er unten im Keller eine eigentlich fast professionelle oder sehr professionelle Destillieranlage sich aufgebaut zu haben und seinen Schnaps unten selber zu brennen. Ob er jetzt wirklich Ahnung davon hat, mag ich zu bezweifeln, weil er oben ja schon meinte, er sieht nichts. Bei so einem Selbstgebrannten kann es sehr schnell passieren, dass man das Augenlicht verliert und dann halt doch stark seeeingetrübt ist. Ja, wir nehmen das mit, machen das zu, beziehungsweise holen es nachher ab. Weil mit ihm da oben jetzt wirklich ein sinnvolles Gespräch zu führen, wird schwierig. Für euch gilt natürlich, lasst so eine Scheiße. Ihr wisst nicht, was das ist, ihr wisst nicht, wie der brennt, ob der überhaupt Ahnung davon hat. Ihr werdet blind von der Kacke. Weil wenn das nicht richtig gebrannt ist, dann ist da so viele Giftstoffe drin, ihr werdet wirklich blind davon. Oder eure Leber und sonstiges geht kaputt. Also lastet wirklich, nee. Also ist schon wirklich ein tolles Ding, was der Rudi sich erlaubt. Hat eins, Alkohol selber zu brauen da unten oder zu destillieren, so dämlich zu sein, den Keller noch offen zu lassen, sodass jeder, eben auch in diesem Fall Kinder, rankommt. Und wenn so ein Kind zu viel davon genascht hat, das ist lebensbedrohlich. Der Lütte, der hätte sterben können. Los, wir gehen mal nach oben. Wo wohnen wir? Nein, nein, Wohnung. Du wohnst da hier. Nein. Na, wenigstens noch bis nach oben so ein Stück. So, du kannst alleine laufen, jetzt kommen wir ein bisschen gerade. So voll bist du nicht. Du trinkst doch immer. Nee, doch. Na, dann komm mal weiter. Soweit alles okay mit dir? Ja. Dann gehst du mal in deine Wohnung, deine Destillieranlage und beschlagnahmen mal, ja? Ich wollte mich jetzt erstmal verabschieden. Oh ja, okay. Ihre Frau ist ja mitgefahren. Meine Frau ist mitgefahren, ja. Die Auswertung, was Alkohol und Kinderhände betrifft, das übernehmen Sie? Ja, klar. Wir müssen natürlich was dazu fertigen. Natürlich, ja, ist verständlich. Nein, ich rufe jetzt auch Mama an. Und Sie kümmern sich um Lars? Ja, natürlich. Ja, prima. Klar, ich habe mit Jung schon gesprochen. Ist, ich glaube, Sie haben es kapiert. Gut gemeint, aber hättest du uns mal gleich ins Bild setzen können, ne? Okay. Gut, dann sind wir soweit durch, ja. Das Zeug nehmen wir unten mit. Das lassen wir abholen und dann ist das auch erstmal erledigt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Okay, gar nicht viel, sehr gerne. Tschüss. Also schlussendlich ist dem Lütten nur zu wünschen, dass er nicht zurückbleibt, dass er keine Spätfolgen hat, dass er schnell wieder genesen wird. Und zu Rudi, naja, ich meine, der ist so hackedicht, der kommt da heute nicht mehr in den Keller, der hat hier nur getankt. Und bis morgen werden die Kollegen den ganzen Keller schon leergeräumt haben, da wird er aber staunen, wenn die ganze Chose weg ist. Der kleine Junge erholt sich rasch von den Folgen der Alkoholvergiftung. Der Nachbar wird aufgrund des schwarz gebrannten Schnapses wegen fahrlässiger Körperverletzung und Steuerhinterziehung angezeigt. Für die geklauten Kürbisse leisten die Eltern der Jungen Schadenersatz beim bestohlenen Bauern. Der verzichtet dafür auf eine Anzeige.